Hallo, lieber Herr Abonnenten. Ja, hört sich scheiße an, aber könnte Realität werden. Heute Morgen habe ich gehört und ja, ich habe laut geläut und gedacht, darüber muss ich unbedingt ein Video machen, dass die Uni in Leipzig die Anrede Herr Professorin einführen will, um für Gleichberechtigung zu sorgen. Nun gut, ich weiß, dass nicht alle von euch studieren, aber stellt euch das mal in der Schule vor. Herr Lehrerin? Ja, ich sehe eine Wiedereinführung der Prügelstrafe. Wobei der Lehrer auch nicht wirklich männlich aussieht. Daher kann ich die Verwirrung verstehen. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Denn es ist verwirrend, wenn Herr Lehrerin ist. Ist dann Frau automatisch Lehrer? Und überhaupt, wenn ich einen Brief bekomme, der aus Versehen adressiert wurde an Herr Jennifer Müller, dann fühle ich mich nicht gleichberechtigt, sondern ich werde ganz, ganz sauer. Alter, da steht Jennifer. Jennifer ist ein weiblicher Vorname. Frau Jennifer. Jennifer bedeutet weich und sanft. Verdammte Scheiße. Sanft wie eine Rose im Morgentau. Und was machen Frau Michael Müller, Herr Roswitha Schmidt, Frau Detlef Königin oder der Sonnenbrille, die Stuhl der Flasche oder das Buch? Juhu, ich bin ein Neutrum. Naja, ich auf jeden Fall hoffe, dass Herr Professorin nicht eingeführt wird. Sonst habe ich überhaupt nichts zum Lachen. Denn ich finde es total förderlich und sinnvoll für die Gleichberechtigung. Also, ich finde, jeder bräuchte so ein Ironieschild fürs Real Life. Also, ernsthaft jetzt. Ganz kurz Zeit. Aber natürlich, für dich habe ich doch immer Zeit. Und unterbreche auch gerne nur für dich mein Video. Super, ich warte im Wohnzimmer. Bis bald.